Servus, erste Folge We Want Beer und ich bin mit dem Junaid hier im Biercafé West in Dortmund und wir haben hier drei Biere mal mitgebracht, ist eigentlich falsch, weil ich habe eigentlich nur das mitgebracht, die beiden sind derzeit im Programm hier und wir probieren die jetzt mal und sagen, wie uns die gefallen. So, also hat auch jeder seinen eigenen Geschmack, sind ja beide keine Sommeliers, von daher machen wir halt einfach mal, ne? Und, genau. Genau. Und das erste ist hier das Starkstrampler. Das habe ich aus Hildesheim bekommen. Da war ich ja vor kurzem. Und das machen die Helders Riders. Das ist eine Fahrradgang. Klingt schräg, ist es eigentlich auch. Und ja, die haben gesagt, die machen ein eigenes Bier. Da habe ich gesagt, schickt mal her. Und du bist, glaube ich, auch ganz gespannt. Auf jeden Fall. Das ist ein Bier von der Hildesheimer Braumanufaktur. Und das ist ein, ich find's nicht. Ein Hildesheimer. Nein, das ist ja der Hildesheimer Brauch von der Natur. Laut Untappd ist es ein Pilsener Double Imperial oder Pilsener Imperial, habe ich noch nie von gehört. Ich sag mal einfach, wir probieren's. Duftet schon mal gut. Jupp. Dann erstmal Schniffi Schniff. Ich finde, riecht nach nix. Das erinnert mich an meine Schulzeit. Direkt an der Dappbrauerei. An der Dappbrauerei? Okay. Ja. Ich meine, gut, die haben halt auch Pilsner gemacht, ne? So. Also ich finde, es riecht nach nichts. Das ist ja jetzt nicht unbedingt was Schlechtes. Klingt das schon zitronig, bisschen. Also meine Nase ist halt auch schlecht. Also ich rieche eh nicht so gut, von daher. Oh ja. Ich finde das eigentlich ganz lecker. Oh ja. Also ist halt hopfig. Nicht so bitter, leicht bitter schon, aber nicht so angenehm bitter, finde ich. Genau, ich finde es auch, ich würde auch sagen, angenehm bitter und hopfig, obwohl es halt laut Flasche vier Flaschen Hopfen hat und vier Flaschen bitter. Also die klassifizieren nach Flaschen hier. Aber ist eigentlich ganz lecker und trinkbar. Also ich finde auch Schaum, Optik ist genial. Schöner Ton. Ja. Mal was anderes. Also mit den News rede ich noch mal, ob wir hier das Ding auch nach Dortmund bekommen. Ansonsten halt einfach mal gucken. Ich packe den Link unten rein, wie man den vielleicht auch bestellen kann bei denen. Wie gesagt, aus Hildesheim, lokal. Aber vielleicht gibt es ja Möglichkeiten. Ansonsten die Helders Riders auch geiles Merchandising. Also wirklich echt. Also ich sehe das, obwohl das nur 6,7% hat, wie ein Handset im Kraftbierwerkstatt. Ja. Es ist ein Bier, womit man alle zufriedenstellen kann. Also Leute, die eigentlich mehr kräftigen, also wie soll ich das denn sagen, von keinem Charakter liegen. Oder aber auch Leute, die nicht so extrem, weil der Nachhinein kommt so das herbe bisschen, aber also ganz interessantes Bier. Ich finde das ganz interessant. Ich hätte jetzt gesagt, das wäre jetzt so ein Standardbier, wie jetzt alle anderen, so 0,90, jetzt hier kommen, wir brauchen mal ein Bier und dann ein bisschen kalt gehofft, aber nein, das ist was anderes. Also Lob an die Helders Riders, oder? Helders Riders. Also, wie viel hat Untappd, weißt du das zufällig? Nee, aber das wäre das interessant mal. Ich checke das ja also auch mal direkt ein. Würde
um die 4. Also 3,75 vielleicht. So, der Barcode will schon mal nicht scannen, aber der schlaue Mensch kann ja auch tippen. Hat durchschnittlich einen 3,57 auf Untappt. 5,7, okay. Finde ich auch fair, persönlich, also nach meiner eigenen Bewertungsskala auf Untappt. Ich würde jetzt wahrscheinlich auch einen 3,5 geben, was für mich halt echt ein gutes Bier ist, was ich immer wieder gern trinke und auch gern zwei Flaschen hintereinander bedeutet. Also ich finde es interessant. Also ich würde jetzt auf Anhieb sogar mehr gehen. Also ich bin um die 3, 7, 3. Ich meine, hat ja auch jeder seine eigene Bewertungsskala. Ja. Aber ich check das jetzt mit 3,5. Das ist nicht schlecht. Soll ich dir mal fragen, damit du das wissen kannst, was sie wollen, wie das kriegst? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mich freuen, wenn ich das Bier bei mir listen kann, weil ich sage, das ist ein gutes Bier, das ist ein anderes Bier und ich würde auch sagen, das wird auch meine Kunden auch begeistern. Also einfach nur Lob. So, erste Bier durch, leer, auf zum zweiten Bier. So, als zweites habe ich aus dem Kühlschrank beim Junit rausgeholt das 168 von Mücke in Kooperation mit der Detmolder Brauerei. Genau, ich war gerade verwirrt, weil hier Collaboration Brew drüber steht wegen Kooperation, aber links unten steht Mücke und rechts unten steht, wie heißen die? Detmolder Brauerei, glaube ich. Detmolder Brauerei. Ja. Und das ist ein Dry-Hopped Weizen, also trockengehopftes Weizen. Und ich sag mal von vorne weg, ich trinke keinen Weizen eigentlich. Aber ich bin gespannt, wie Achim jetzt... Also ich glaube, Achim wird das lieben. Das ist mal ein ganz anderes Weizen. Hat 5,6%. Bio-Weizen, also auch die gesunde Version. Ich bin gespannt. Weißt du, was die 168 heißt? Nein. Das ist die Entfernung von Essen nach Detmold, zum Hermann. Och, das ist ja zumindest mal eine witzige Idee, die Entfernung von Essen nach Detmold. Das ist 168 was? 168 Kilometer. Von Essen nach Detmold? Also, so wie wir das hier sehen. Ich hab doch gemisst, ey. Das ist Fläche voll fein. Ja. Zum Hermann. Wo liegt denn Detmold? Das ist doch auch NRW. Ja, aber das ist äußerste Ende. Ja, und Essen ist ja auch nicht äußerstes Ende, oder? Also das sind 168 Kilometer, definitiv. Das prüfe ich. Okay. Hefeweizen. Und das Hefe schön. Das kenne ich alles nicht, weil ich eben keinen Weizen trinke. Ich glaube, hiernach wird sich Achim ändern. Es ist mein Lieblingsbier. Das riecht wie ein Hefeweizen, finde ich. Ja, sag was. Ich rieche Ananas. Frucht, also sehr fruchtig. Leicht Bananenaroma. Banane ist auch nicht meins. Das Protokoll. Du hättest eigentlich dir mehr einschütten sollen als mir. Ich weiß doch, dass ich am Ende das austrinken werde. Nein. Ich probier mal. Trüb, ne? Naturtrüb. Erwartet man aber auch.
einen schönen Fruchtgeschmack am Ende. Ananas, Mango. Ananas ist auch nicht meins. Ja, aber ich habe auch jahrelang behauptet, ich habe eine Ananasallergie, weil okay. Ich mich mal total übergeben habe nach Pizza Hawaii. Nach der ersten Pizza Hawaii in meinem Leben habe ich mich übergeben. Okay. Und weil Schinken ist ja kein Problem, esse ich jederzeit. Okay. Deswegen habe ich halt gesagt, ich habe eine Ananasallergie. Es wurde nie nachgeprüft. Also, das ist mein Ding. Ich trinke das gerne. Das ist mein Favorit. Ich muss die Jungs und auch natürlich die Detmolder Brauerei loben. Also ich persönlich, ich habe um die 60 Biersorten, das ist mein Lieblingsbier. Also von den 60 Biersorten. Nein! Doch. Also das könnte ich kistenweise trinken. Also ich finde, für einen Weizen, was ich sonst nicht trinke, kann ich es trinken. Also ich würde auch sagen, ich trinke das Glas leer, aber... Also eine Flasche wäre mir, glaube ich, schon an der Grenze bei mir. Ja. Ich kenne dich ja sonst. Sonst, wenn du einen Schluck nimmst, habe ich jetzt mir gedacht, jetzt, dass du sofort das an die Seite, hier Gin für dich. Aber? Ja, aber wir haben ja auch gesagt, wir nehmen auch mal Biere halt im Endeffekt halt, also wo ich von vornherein weiß, dass ich die nicht mag oder vielleicht auch du. Oder, ja, stimmt. Also wir probieren halt, was der Kühlschrank hergibt. Ne? Ja. Und ich schau mal, was hier die Kollegen... Aufgeben. Ich sag, ich liege hoffentlich diesmal nicht falsch. Auch in den Bereich 3,7. Weil das ja mein Lieblingsbier ist. Ich würde sogar 5 geben. Maximal war bei Antep wie viel möglich? 5. 5. Also ich würde sofort 5 geben. So. Er konnte scannen, hat aber den, hat nichts gefunden. Also wird wieder gesucht. Und gesund Bio-Weizen. Also Untappd, die Community bewertet das mit 3,71. 3,71? Ich meine, fair enough. Also ich glaube halt auch generell, dass die Untappd Community schon kritisch ist. Okay. Also ich meine, es sind halt Biertrinker, mhm. Die auch richtig Ahnung haben teilweise, nicht wie beispielsweise ich. Also 3,71, glaube ich, ist schon eine solide, gute Bewertung. Ja, also... Also ich würde jetzt, also ich tue mir schwer, einen 3 zu geben. Also, der Punkt ist halt die eigene Bewertungsskala. Ich gebe einen 3, ja. Wenn das ein Bier ist, was ich eigentlich ganz, ganz geil finde. Mhm. Aber übertreiben wir nicht. Was ich ganz gut finde, mhm. Wo mir aber eine Flasche reicht. Mhm. Hier würde ich, glaube ich, keine Flasche trinken. Sonst gebe ich bei Hefeweizen, weil wenn ich es irgendwie untergejubelt bekomme, relativ schnell auch was unter 1. Ja, ja. Also ich bin aber bereit, hier eine 2,5 zu geben, was für mich schon für einen Hefeweizen, glaube ich, eine Top-Bewertung ist. Also wie gesagt, das ist mein Lieblingsbier, deshalb kann ich nicht neutral bleiben. Ich würde da auf jeden Fall 5 geben. Nein, 5 kannst du nicht geben. Warum? Du kannst auch nie 5 geben. Du musst auch immer ein Ziel haben. Also, finde ich. Lass mal ein Foto machen. Okay, 4,9. Du kannst bei Antep nicht, du kannst nur 0,25 Schritten machen. Okay, das heißt, du musst ein 4,75 geben, Will. Okay. Eine 4 würde ich geben. Eine 4? Ja. Ja, das finde ich solide halt. Also, wenn es dir echt schmeckt. Ich meine, wenn du es richtig gut findest, aus allen Bieren sogar, würde ich sagen, kannst du 4,5 geben. Aber jeder macht seinen eigenen Standard. So, gecheckt. Dann trinken wir das mal jetzt. Also wie gesagt, ich trinke es jetzt runter. Ich nehme mal. Wirk es runter. Heißt du sie wirk es oben hoch? So, nachher. So. Es kommt aus den grünen Wiesen. Heißt es so oder wie? Hier, ne?
Irland? Von den Grünen Wiesen. Von den Grünen Wiesen? Ja, von den Grünen Wiesen. Exakt gesagt aus Dublin. Ich würde jetzt sagen. Das ist das Porterhaus. Komm, das geht noch leer. Ein Stout. Also, Achim steht voll auf Stouts. Ich bin wieder das Gegenteil. Also ich bin wie jetzt Hefe und die Hefeweizen, also Achim trinkt gerne, also nicht gerne Hefeweizen, ich trinke gerne Stout. Nee, umgekehrt. Umgekehrt, ja, jetzt bin ich durch. Nein, nein, gar nicht mal umgekehrt. Nein, ist doch richtig. Nein, nein. Ja, also, du bist das, ich bin der, du bist der Stout-Trinker, ich bin der Hefeweizen-Trinker. Ja, okay. Ja. Und ich finde das voll aufregend. Jetzt drehen wir es um. Ja, ja. Jetzt drehen wir es um. Jetzt sind wir mal gespannt. Normalerweise ist das so bei mir, ich trinke einen Schluck und sag sofort, ich will einen Punkt geben. Jetzt bin ich aufgeregt. Alter, Stout. Und das Geile hier, schöner hier, flipp, Verschluss. Warte mal, zeig mal. Finde ich ja mal gut, halt auch für unterwegs. Ja. Mach mal. Für Leute, die nicht so handwerklich begabt sind. So wie ich zum Beispiel. So. Man kann das auch als Ring benutzen. Dafür schön. Du magst es ja. Nee. Stehen. First Malz. Kräftig. Weil ich finde schon sehr kräftig. Sehr kräftig. Was sagt denn die Flasche noch so? Was? Dann den? 4,6%. Das ist halt für ein Stout wenig. Extrem wenig. Also da freue ich mich jetzt mal drauf und deswegen Prost. Also auf jeden Fall Röstaromen. Am Ende, wie es schon ist, nicht negativ, sondern lasch. Lasch? Also ich finde das schon einfach so. Man kann das trinken. Du hast halt keinen Nachgeschmack. Genau, das ist kein Nachgeschmack. Also was ich finde, was du merkst, also es hat halt wenig für einen Stout. Du hast ja sogar extrem wenig, kann man auch sagen. Das merkt man aber auch. Also du hast ja schon, du hast schon einen kräftigen Geschmack, ja. Du hast halt keinen Nachgeschmack und du merkst halt auch, dass wenig Alkohol drin ist, finde ich. Ja, genau. Es haut halt nicht rein. Und das macht das aus, glaube ich auch, finde ich. Das ist schon... Also ich finde das lecker. Und das ist halt in meiner Skala, wenn ich sage, ich gebe eine 3, wenn ich so ein gutes Bier finde, jetzt aber eine Flasche auch reicht. Hier würde ich, je nach Uhrzeit, auch eine zweite Flasche ordern. Das heißt, ich gebe eine 3,5 eigentlich, also standardmäßig. Weil ich es aber echt lecker finde, würde ich eine 3,75 geben. Also, ich habe ja gesagt, bei Stout bin ich immer skeptisch, aber ich würde bei diesem... Das ist ein gutes Einsteiger-Stout. Ja, genau. Einsteiger-Stout. Ja. Und da würde ich wirklich eine 3... Ich würde dann 3,5 geben, aber eine zweite Flasche würde ich mir ja nicht. Also ich bin da eher, man kann es trinken, man kann es auch genießen, aber eine zweite wäre mir schon zu viel. Okay, also wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich würde eine 3,75 geben, 3,5 nach meinem Standard und halt, weil ich es echt lecker finde, nochmal on top. Und die Community gibt 3,57, also nicht 7,5, sondern 5,7. Liegt man, du hast ja auch gesagt, du würdest auch eine 3,5 geben. Genau. Da sind wir uns mal einig. Das ist ja schön. Danke. So. Aber ein gutes Bier. Also super.
Also schlecht ist das nicht, definitiv nicht. Also, ich meine, wiederholen uns jetzt, aber halt, das ist halt echt, wenn man halt auch jemanden mal an das Thema Stout ranführen möchte, jenseits von Guinness, ist das halt ein Top-Teil. Also mit wenig Alkohol, finde ich gut. Stimmt. Ich finde die Flasche nicht so schön. Also ich finde diese komischen, die so langsam hochgehen, nicht so toll wie die klassische Bierflasche mit so einem kleinen Versatz. Ansonsten bin ich halt super Freund von den kleinen Flaschen. Ich meine, ein Stout in einer kleinen Flasche gibt es, glaube ich, gar nicht. Habe ich noch nie gesehen. Aber ein Stout liegt daran bestimmt, dass wir jetzt mittlerweile 3 Flaschen haben. Ja. Es wirkt. Wir haben ja auch vorher auch was gegessen hier, die leckeren Chips. Aber wir haben ja, also was heißt wir, also zumindest ich habe davor halt auch mal, damit halt der Gaumen angewärmt wird, einen Zwickel von Fiege getrunken. Also Fiege hier, Bochum nebenan, also ich zeige jetzt zwar auf dich, ich meine aber die Himmelsrichtung, von der ich jetzt sitze, da ist Bochum, weil wir sind ja jetzt in Dortmund. Ich habe das auch frisch angeschlossen und da habe ich gesagt, Achim, komm, das musst du trinken. Weil frisch ist es immer, angezapft ist es immer. Ja. Und beim Fiege sage ich halt auch nie nein. So, also ich bin zuerst fertig. Also, es ist ein Stout. Absolut. Ja, schöne runde Sache. Ich finde halt, also mein Favorit ist wahrscheinlich das Stout am Ende des Tages. Relativ easy, weil ich es halt auch echt gerne mag vom Bierstil. Aber das starke Strampler, das finde ich schon echt gut. Also kannte ich auch noch nicht. Die anderen beiden kannte ich auch noch nicht. Und meine Variante wäre jetzt das Stout, einfach auch weil ich Stout super echt mag. Der Starkstrampler und irgendwann hinten das 168er. Bei mir könnt ihr ja vorstellen, wie das. Bei mir ist das andersrum. Mein Favorit ist halt von Mücke, die 168. Dann dicht beieinander die Starkstrampler. Und der Stout. Also ich würde es trinken. Bei den beiden Flaschen würde ich sagen, ich würde mir eine zweite ordern. Oder hier bei denen sogar eine vierte. Und hier würde ich eine für Achim trinken. Nee, also wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden, aber wir haben halt jetzt auch eine große Bandbreite gehabt. Wir haben die beiden polarisierenden gehabt, beim Stout und mit dem Weizen, auch wegen unserer Geschmäcker. Aber wir haben uns eindeutig halt auch beim Starkstrampler, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, geiles Bier. Geiles Bier. Jungs, ihr habt das super. Also ich bin beeindruckt. Optisch passt hier zu denen. Ja, ja. Also wer hier bei mir auf Instagram vielleicht geguckt hat in der Vergangenheit, die Jungs sind halt auch Barträger. Die haben Geschmack. Ja, ja, die haben Geschmack. Ich persönlich bin aber kein Fahrradfahrer, deswegen bin ich da raus. Ja, aber ansonsten, schöne Runde und ich freue mich auf die nächsten 3 Biere mit dir. Ich freue mich auch, Achim, auf jeden Fall. Alles klar. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal.